Wir sind heute nochmal mit dem Schiff unterwegs und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video von The Cruise Vibes, meiner Instagram-Seite rund um das Thema Schiffe und Kreuzfahrten. Wir sind heute allerdings wieder auf dem Fluss unterwegs und zwar zwischen Würzburg und Veitshöchheim und hier könnt ihr das auch auf der Seekarte von OpenSeaMap sehen. Hier sehen wir die Barbarossa, das Binnenschiff der Weißen Flotte, das hier zwischen Würzburg und Veitshöchheim im Liniendienst eingesetzt wird. Sie ist 40 Meter lang, 8,10 Meter breit und kann bis zu 400 Passagiere befördern und wird von zwei je 300 PS starken Dieselmotoren angetrieben. Ich starte in Veitshöchheim auf der ersten Fahrt des Tages und fahre eine Runde, also bis Würzburg und ohne Ausstieg, direkt wieder zurück nach Veitshöchheim. Hier haben wir das untere Innendeck mit der Bar, ein Deck höher, dann ein weiteres Innendeck. Ihr seht hier schon von der Möblierung her eben mit Corona-Abstand. Das heißt, so wie ihr es hier sehen könnt, dann natürlich keine 400 Gäste an Bord. Da, genauso wie in den letzten Schiffsvideos, bitte schaut da immer auf der Homepage, was aktuell gilt, da ich meine Videos im Voraus aufnehme und natürlich nicht weiß, wie sich die Situation entwickelt. Wir schauen einmal weiter, das war also der obere Salon mit einem vorderen Außenbereich. Dann haben wir hier einen halbgeschlossenen Bereich, das heißt, er ist überdacht und hat Fenster. Diese können aber, so wie es jetzt hier auch der Fall ist, hochgeklappt werden, sodass man hier also schon frische Luft und Fahrtwind hat. Und dann geht es noch ein Deck höher und da kommen wir dann auf das Sonnendeck. Auch dort habt ihr nochmal hinter der Brücke einige Sitzmöglichkeiten. Dort eben allerdings auf Metallbänken, genauso wie ganz vorne. Wenn ihr hinten sitzt, seid ihr auch draußen, habt aber gepolsterte Sitze. Dafür ist dort allerdings der Motor deutlich lauter zu hören, da wird es schwierig, die Durchsage zu verstehen. Und hier legen wir dann auch schon ab in Veitshöchheim und nehmen Kurs auf Würzburg. Zunächst geht's vorbei an den Mainfrankensälen. Falls euch Veitshöchheim bekannt vorkommt, ihr es aber nicht genau zuordnen könnt, dann vielleicht in dieser Halle hier. Hier findet die berühmte Fastnacht in Franken statt, die ja auch im Bayerischen Rundfunk immer live übertragen wird und sich hier auch alle bayerischen Politgrößen sehen lassen in teils bunten und wilden Kostümen. Das findet hier in Veitshöchheim statt, dadurch ist die Stadt auch überregional bekannt. Hier unterqueren wir jetzt die Brücke der Bahnschnellfahrstrecke von Würzburg in Richtung Fulda. Jeder, der also schon mal mit dem ICE durch Würzburg gefahren ist, ist auch hier über diese Brücke gefahren. Wir sind aber deutlich gemächlicher unterwegs und genießen dabei die schöne Landschaft hier am Main. Wir haben sehr unterschiedliche Landschaft hier. Wir können zunächst mal schön die Weinberge sehen, fahren entlang eines grünen Ufers. Das ändert sich dann aber ziemlich schnell, wenn wir zum Würzburger Hafen kommen. Da haben wir zwar auf der Steuerbordseite, also rechts, noch Zell am Main, eine kleine gemütliche Stadt hier. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut erkennen vom Wasser aus. Auf der anderen Seite haben wir dann allerdings schon eine sehr industriell geprägte Region, denn das gehört alles schon zum ziemlich großen Würzburger Hafen. Hier haben wir eine Bunkerstation, also quasi eine Tankstelle für die Binnenschiffe und sehen hier eben diverse Hafenanlagen. Wenn man mit einem Flusskreuzfahrtschiff unterwegs ist, landet man mit etwas Pech auch hier. Hier gibt es auch einen Anleger für die Flusskreuzfahrtschiffe, der dann natürlich nur verwendet wird, wenn die deutlich schöneren und zentral gelegenen Liegeplätze alle belegt sind. Weiter geht es dann vorbei am Kloster Oberzell. Da können wir hier die Türme der Klosterkirche St. Michael sehen.
Auf der anderen Seite wieder genau der große Kontrast. Alte und verfallen wirkende Hafenanlagen, teilweise aber auch in Betrieb befindliche und moderne Hafengebäude. Kurz danach sieht es schon wieder so aus, alles grün, man denkt, man ist mitten in der Natur. Und kurz darauf taucht dann auf der Steuerbordseite auch schon die ersten Vororte von Würzburg auf. Auf der anderen Seite dann wieder Hafen. Also ihr seht schon, sehr abwechslungsreich. Man kann viele verschiedene Sachen sehen. Mit etwas Glück hat man natürlich auch Schiffsverkehr. Ich war jetzt hier unmittelbar nach der Öffnung der Passagierschifffahrt in Bayern an Bord. Da waren natürlich noch keine Kreuzfahrtschiffe zu sehen, sondern nur Frachtschiffe. Ansonsten Würzburg ja auch eine sehr beliebte Destination für Flusskreuzfahrten. Da hat man also auch ziemlich gute Chancen, während der Fahrt hier vom Ausflugsschiff die Flusskreuzfahrtschiffe beobachten zu können. Ansonsten auf dem letzten Abschnitt kann man dann auch die Bahn, die Züge beobachten. Wir haben hier einmal die reguläre Bahnstrecke in Richtung Gemünden. Und dann kommt hier aus dem Tunnel auch wieder die Schnellfahrstrecke, die wir ja vor einiger Zeit mit der Brücke unterquert haben. Kurz darauf wiederum sind wir dann auch wirklich schon in Würzburg. Man kann hier oben die Steinburg sehen. Das ist eine der gastronomisch sehr gehobenen Adressen von Würzburg. Hier fahren wir jetzt unter der Brücke der Deutschen Einheit hindurch. Auf der anderen Seite, hier ist noch ein Hafenbecken. Da ist auch wieder ein Anleger für die Flusskreuzfahrtschiffe, hier quasi direkt bei dem Cinemax-Kino. Da liegt man natürlich dann schon deutlich zentraler. Danach folgt die nächste Brücke, die Friedensbrücke, während wir hier das Heizkraftwerk noch sehen, architektonisch auch sehr interessant. Man könnte vieles vermuten, dass es ein Heizkraftwerk ist, das mitten in der Stadt liegt. Kommt einem vielleicht nicht direkt in den Sinn. Man hätte vielleicht auf ein Museum oder ein Kulturbauwerk getippt, aber sicher nicht auf ein Heizkraftwerk. Hier begegnet uns die alte Liebe. Die fährt ebenfalls auf dieser Route, allerdings für einen anderen Betreiber. Hier sind also zwei Betreiber unterwegs, die sich den Verkehr auf der Strecke teilen. Und hier in der Ferne dann eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Würzburgs, nämlich die alte Mainbrücke und ebenfalls Symbol für Würzburg, die Festung Marienberg, oben auf dem Berg auch vom Schiff aus gut zu sehen. Unterhalb der alten Mainbrücke befindet sich eine Schleuse und hinter dieser Schleuse, da sind dann die zentralsten Liegeplätze für die Flusskreuzfahrtschiffe. Also ihr seht, auch da, wenn ihr mit dem Flusskreuzfahrtschiff kommt, kann man Glück und Pech haben, je nachdem, wo man dann liegt. Die Ausflugsschiffe, die liegen aber immer ganz zentral hier in bester Position am alten Kran, unmittelbar vor der alten Mainbrücke. Aber auch da gibt es nicht allzu viele Anleger, deswegen legen wir hier im sogenannten Paket an, also in zweiter Reihe neben der Astoria, die ebenfalls zur Weißen Flotte gehört. Die meisten Fahrgäste steigen aus, es kommen neue Gäste an Bord. Ich habe mich ja für die Rundfahrt entschieden, deswegen bleibe ich einfach sitzen. Und kurze Zeit später geht es dann auch schon wieder zurück in Richtung Veitshöchheim. Hier nochmal ein schöner Blick auf die alte Mainbrücke. Links jetzt hier befindet sich dann auch der Weinstand, wo man den berühmten Brückenschoppen trinken kann. Da kann man also ein Glas Wein bekommen und das dann mit dem tollen Blick auf den Main genießen. Wir haben gedreht, hier seht ihr nochmal die Astoria neben der wir angelegt haben. Und das etwas kleinere Ausflugsschiff Stadt Würzburg, das dann auch wieder dem anderen Betreiber der Reederei Kurt und Schiebe. Hier der alte Kranen und dann geht es auch schon wieder vorbei am Heizkraftwerk unter der Brücke der Deutschen Einheit hindurch. Im Hintergrund schon wieder der beeindruckende Weinberg oben mit der Steinburg. Ich habe mich dann auch für einen kleinen Shoppen entschieden. Hier natürlich auch an Bord kann man etwas essen und trinken und wird dabei auch am Platz bedient. Und das Ganze auch zu, wie ich finde, fairen Preisen. Was man natürlich auch immer sieht auf dem Main sind Freizeitschiffe, kleine und große Motorboote, die hier unterwegs sind. Das ist natürlich etwas kostenintensiver, dann vielleicht doch lieber eine kleine Rundfahrt hier. Da seid ihr nämlich mit der Hin- und Rückfahrt schon ab 13 Euro dabei, was bei einer Fahrzeit von 40 bis 45 Minuten je Richtung
durchaus ein fairer Preis ist. Wir haben Würzburg inzwischen schon wieder verlassen, fahren hier unter der Laurentiusbrücke hindurch und kommen dann langsam auch schon wieder in den Bereich Veitshöchheim. Davor hier noch die Begegnung mit einem weiteren Frachtschiff und hintendran die Alte Liebe, die inzwischen auch in Veitshöchheim angelegt hat und mit neuen Gästen schon wieder auf der Rückfahrt ist. Hier haben wir wieder die Schnellfahrstrecke unterquert und danach sind wir dann auch wieder am Anleger von Veitshöchheim. Hier drehen wir eben noch und legen dann an. In Veitshöchheim hat man auch noch ein Ausflugsziel, was auch der Grund ist, warum diese Schiffe hier gerade auch in diesem relativ engen Takt mit zwei Betreibern fahren. Und zwar ist das Schloss Veitshöchheim mit dem berühmten Hofgarten bzw. dem Rokoko-Garten. Eine sehr, sehr beeindruckende Anlage, die sich hier auch in der unmittelbaren Nähe des Schiffsanlegers befindet. Das ist eben, wie gesagt, auch der Grund, warum so viele Menschen hier auf dieser Schiffsroute unterwegs sind. Das war's von mir aber erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Videolink. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.